Ich sehe kein weiteres Händchen. Fragt ihr wirklich nicht nach der Elfmeterszene, Männer? Tobi, wo du die Hand schon oben hast. Ich glaube, wäre ihr Dortmund-Reporter, dann würde ihr schon fragen nach der Elfmeterszene, oder? Herr Svensson, ich habe es mir extra schon notiert. Was sagen Sie eigentlich zu der Elfmeterszene? Sehr gute Frage. Ja, es ist halt problematisch, finde ich, dass wir... Ich kann verstehen, wenn der Schiri das nicht bewertet im Spiel, mit dem Tempo, dass er es einmal sieht und Winkel und so weiter. Aber wenn wir Leute haben, die das dann nochmal anschauen können und sieht, dass er unten am Fuß getroffen wird, ohne dass der Gegner am Ball kommt und fällt, dass man keinen Elfmeter gibt, ohne dass der Schiri das überhaupt anschaut, das verstehe ich nicht. Das ist halt dieses Thema mit der Videoschiri. Wir haben jetzt die Chance, wir haben alle Zeit der Welt, wenn der Ball ins Aus ist, uns das nochmal anzuschauen. Es ist keine schwierige Szene zu bewerten, nach meiner Meinung. Es ist ganz klar ein Elfmeter. Und es ist vielleicht auch eine von diesen Komponenten, die ich besprochen habe, vor dem Spiel muss passen. Da müssen wir auch einen Elfmeter in diese Szene bekommen. Noch weitere Fragen? Peter Mufaresch von der Bild-Zeitung. Ja, da frage ich nochmal nach. Du hast dich ja zurückgehalten trotzdem mit der Kritik. War das irgendwie so, hast du dich da jetzt besser im Griff wegen der vierten gelben Karte oder war das einfach so, dass du das so in dich reingefressen hast? Weil man konnte ja gut hören, was du so berufen hast. Es ist gut, dass du das so wahrnimmst. Ich weiß nicht, ob ich mir zurückgehalten habe, aber weiß ich nicht. Das ist schwer für mich zu beantworten. Zurückgehalten habe ich mir bei der Elfmeterszene, weil ich 70 Meter weg war. Hätte ich das nochmal in der Wiederholung gesehen, wie die liebe Schiris im Videoraum, dann glaube ich schon, dass es schwer für mich geworden wäre, da ohne gelbe Karte rauszukommen.